Wie oft sollten wir düngen? Wann und wie viel? Die Antwort darauf ergibt sich erst im Laufe der Vegetation. Witterungsverlauf und Umweltfaktoren beeinflussen die Düngestrategie jedes Mal neu. Moderne Landwirte bleiben deshalb flexibel. Sie kombinieren ihr Wissen mit präzisen Werkzeugen. Das regelmäßige Messen des Bestandes mit dem N-Tester hilft, den besten Düngezeitpunkt exakt zu bestimmen. Dokumentiert werden die Messwerte in Agriport. Das N-Monitoring zeigt, ob der Bestand ausreichend mit Stickstoff versorgt ist oder Düngebedarf besteht. Der N-Tester liefert eine Punktinformation. Der Yara N-Sensor bringt diese in die Fläche. Der N-Sensor ist auf dem Dach des Trägerfahrzeugs befestigt. Während der Fahrt scannt er permanent den Bestand. Je nach Arbeitsbreite werden bis zu 4400 Quadratmeter pro Hektar erfasst. Gemessen wird die aktuelle Stickstoffaufnahme. Von allen messbaren Parametern hat sie die engste Beziehung zur optimalen Düngermenge. Anhand agronomischer Regelfunktionen wird vom Sensormesswert automatisch die optimale Düngemenge abgeleitet. Das Ausbringgerät setzt diese Empfehlung sofort um. Teilflächen mit erhöhtem Stickstoffbedarf werden gezielt gedüngt. Das fördert Ertrag, Qualität und Gesundheit des Bestandes. Auf ausreichend versorgten Teilflächen wird Dünger gespart. Das verhindert Lager, senkt die Kosten und verringert das Krankheitsrisiko. Die Dokumentation der einzelnen Düngegaben erfolgt automatisch in Agriport. Leicht verständliche Karten helfen, die aktuelle Situation auf den Schlägen zu analysieren und ausgebrachte Düngermengen nachzuvollziehen. Die dunkel gefärbten Teilflächen signalisieren eine niedrige Stickstoffaufnahme und damit höheren Düngebedarf. Je heller die Zonen eingefärbt sind, desto höher ist die Stickstoffaufnahme und damit die Stickstoffversorgung. In diesen Zonen wird weniger Dünger ausgebracht. Je homogener ein Bestand ist, desto leichter lässt er sich dreschen. In N-Sensor gedüngten Beständen steigt die Druschleistung um bis zu 20%. Lager wird erfolgreich vermieden. Zahlreiche Versuche in der Praxis bestätigen: Eine Stickstoffdüngung mit dem Agricon-Konzept bringt jedes Jahr im Durchschnitt 6% mehr Ertrag bei 12% weniger Düngeeinsatz. Die in der Düngeverordnung anvisierte Stickstoffbilanz ist problemlos erreichbar. Optimale Erträge bei größtmöglicher Stickstoffeffizienz. So ergibt sich insgesamt ein Mehrerlös von 100 Euro pro Hektar und Jahr. Agricon. Wir machen das.